Es ist diese eine Situation, die sich eigentlich kaum simulieren lässt. Trotzdem wird an tausenden Highschools jedes Jahr der Ernstfall geprobt. Der erste und einfachste Rat, den Elizabeth Hattenberg Schülern, Lehrern und Eltern gibt, ist immer der gleiche. Wenn sie es schaffen zu fliehen, dann sollen sie das unbedingt machen. Sie sollen rennen. Was aber tun, wenn alle Wege versperrt sind, wie in Denver, Colorado vor einer Woche? Der Schüler Kenrick Castillo ringt den Schützen zu Boden. Er bezahlt mit seinem Leben, um andere zu schützen. Seitdem diskutiert ein ganzes Land, ob Rennen wirklich immer die beste Option ist. Viele Trainings ermutigen die Schüler zu prüfen, ob ein Angriff möglich sein könnte. Wenn jemand durch die Tür kommt, nimm dir einen Stuhl, attackiere ihn damit. Oder Footballspieler zum Beispiel, die 100 Kilo oder mehr wiegen, könnten ihn sicher direkt zu Boden ringen. Ratschläge, die Kinder und Betreuer zu Helden, aber eben auch zu Opfern machen können. Eine Ermutigung, die viele Eltern kritisch sehen. Da wird mit dem Leben gespielt. Das ist eine sehr kritische Situation und keiner weiß, wie man da reagiert. Ich denke, da sollte man nur nach seinem Bauchgefühl gehen und in Sicherheit bleiben. Darf man Kindern wirklich raten, sich einem Attentäter in den Weg zu stellen? In den USA wird erneut über die Sicherheit an Schulen debattiert. Einmal mehr reden die wenigsten aber über die Waffen selbst.